Nein, was haben denn eigentlich das Gefühl gehabt? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Saturday and Sunday. Und an dieser Stelle ein grosses Dankeschön für all die Kommentare zu unserem letzten Video und zu unseren News. Wir haben uns riesig gefreut, dass es so positiv angekommen ist, dass wir so viele positive Rückmeldungen bekommen haben. Wir haben wirklich nur gutes Feedback bekommen und das ist mega schön. Echt. Ich bin richtig sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr seid einfach super. Wir sind wirklich die Liebsten. Dankeschön vielmals, wir haben das alles aufgezogen, die ganze Liebe und da unten weitergegeben. Genau. Und wir haben natürlich auch ein paar Fragen bekommen und in diesem Video haben wir gedacht, wir beantworten gerade mal so die ersten Fragen, die rund um das Thema gekommen sind. Genau, und da hat es ein paar besonders schlaue Fragen drunter oder besser gesagt, ziemlich blöde Fragen. Eine davon, Loredana, bist du wirklich schwanger? Echt jetzt? So wirklich? Nein, was haben wir für Vorstellungen gehabt? Meinen wir wirklich, wir tun den Ballon da unten reinstecken? Ja klar, alles für Klicks, oder? Wieso nicht? Nein, sicher nicht, ich bin wirklich schwanger. Es ist nur noch nicht so gross. Weil wir noch nicht so weit sind, ist es noch nicht so gross wie ein Ballon. Da kommen wir auch schon zu der ersten Frage. Man hat nämlich gefragt... Aber komm, wir gehen ein paar raus, die Frage beantworten. Wie draussen ist so schön frühlingshaftes Wetter. Oh, wie romantisch. Okay, das ist richtig romantisch. So, jetzt in perfekter Umgebung ready für die erste Frage. Richtig Frühlingsstimmung, wobei es ehrlich gesagt noch viel zu wenig warm ist. Wer findet auch, es ist noch viel zu wenig warm, für das es Frühling ist? Schreiben Sie jetzt in die Kommentare. Aber ja, erste Frage. Genau, erste in welcher Frage. Schwangerschaftswoche bist du? Genau, und zwar in der 20. Schwangerschaftswoche. Das heisst Halbzeit, das heisst im 5. Monat. Krass. Ja. Hä? Und jetzt kommt eigentlich gerade zu der nächsten Frage. Wieso haben das noch nicht gesagt? Wieso haben das so lange noch nicht gesagt? Wieso haben wir uns so lange Zeit gelassen? Ganz ehrlich, ein bisschen meine Eitelkeit schuld. Wir haben ja bei Glanz und Gloria beim SRF moderiert und zum ersten Mal so im Fernsehen. Und ich wollte einfach nicht, dass alle im Fernsehen schauen. Sieht man es echt schon? Hat sie schon ein Büchli? Und dann so schauen. Ist sie fett geworden? Ich wollte es einfach trennen. Ich wollte ja, einfach die zwei wunderschönen Highlights einfach voneinander trennen. Genau. Und das passt ja auch, dass man es trennt, weil sie sind so unterschiedlich. Also, ja, voll, so. Ja. Aber da kommt auch gerade die nächste Frage, wie hast du denn das verstecken? Das haben sich ja viele gefragt. Wieso haben wir das nicht gesehen bei dieser Glanz und Gloria Moderation? Das Jahr, jetzt im März, war der Christ. Ganz einfach. Wir haben das Klappband genommen und haben das um den Bauch herum gewickelt, dass der hinten gedrückt wird. Nein! Kilian! Keine Angst! Mein Gott. Das war alles einfaches Styling. Genau, Styling war sehr clever. Sehr clevere Stylistin, obwohl sie es nicht einmal gewusst hat. Aber ich habe schon sehr looky Kleider mitgebracht und sie hat es geschafft, um das wirklich gut zu kombinieren. Genau. Obwohl sie nicht gewusst hat, hat sie das hervorragend kaschiert. Sie hat wahrscheinlich gedacht, dass sie ein bisschen Fettpölsterli. Also gemein. Genau, nächste Frage. Das ist meine Lieblingsfrage. Ich finde sie super. Das ist wirklich nicht schlecht. Früher so Mädchen oder Bub und heute so Monday oder Friday. Das ist wirklich nicht schlecht. Das fragen wir uns wirklich auch. Insgeheim auf dem Friday. Ja. Weil er findet, Friday ist irgendwie cooler. Aber ich finde eben Monday eigentlich noch cool, weil ich mir das so vorstelle, dass ein Monday doch so mega fleissig in der Schule ist und so ein mega Streber. Braves Kind. Genau. Und ich finde, wir zwei sind schon zu wenig brav. Also ich glaube, so ein Monday wird so ein bisschen grumpy und mühsam. Aber ist ja egal, auch ob Bub oder Mädchen, Hauptsache gesund.
Genau, das ist so der Klassiker, den doch alle werdenden Eltern sagen. Und es stimmt halt einfach. Das es ist das, wo man sich halt sagt. Voll. Aber Freitag finde ich schon einen sehr, sehr geilen Namen. Ja, wegen Kindheitserinnerungen. Ja. Wegen Robinson Crusoe, kennen wir vielleicht. Ja, der Film. Also, das war ja auch ein Klassiker gewesen. Freitag? Wie du sagst, hast du keine besondere Schule besucht. Vielleicht ist diese Betrachtungsweise des Sports doch zu hoch für dich, also vergiss, was ich vorhin gesagt habe. Und ich glaube, Freitag ist auch offiziell als Name anerkannt. Also ich glaube, wir dürften unser Kind Freitag nennen. Nein, das machen wir sicher nicht. Das können wir glaube ich jetzt schon sagen. Also vielleicht. Vielleicht eben doch. Wer weiß. Abonniert den Kanal und findet es raus in einem späteren Video. Genau, nein. Nächste Frage. Spass beiseite. Oh. Die Frage. Oh, die Frage. Das ist eine ernste Frage. Nein, das ist keine ernste Frage. Also ich hoffe, es ist keine ernst gemeinte Frage. Es ist wirklich die blödste Frage. Es hat uns jemand gefragt, ob wir die Geburt im Livestream übertragen. What the f***? Was? Willst du das sehen? Ich glaub, also ganz ehrlich, nicht einmal ich will das live. Ich auch nicht. Also doch, nein, ich glaube, das Erlebnis, also was wir schon gehört haben von Eltern, dass das wunderschön ist, ja, der Moment bindet, zu zweit. Zeit, oder? Dann ist man nachher so sehr nahe. Also, whatever. Es geht nur noch bergauf. Genau, ich glaube, das ist wirklich ein schöner Moment zu zweit und das sollte auch bleiben. Und ich glaube, das will ja auch niemand sehen. Genau, hallo? Das wird privat bleiben. Also wir wissen hier immer noch zu trennen, was privat und was öffentlich ist. Genau, aber... Genau, vielleicht mal ein bisschen weg von diesem Baby-Thema. Haben auch noch Leute gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Also jetzt, wo ihr ein Baby kommt, haben wir natürlich ein Häuschen, sperren uns ein, tun unseren Hund genau, zu. Genau, wir haben schon Garten, Häuschen gekauft, gebaut. Wäre der richtig vernünftig? Nein, in Deutschland. Nein, es bleibt weiterhin spannend. Zum Beispiel jetzt auch gerade Ende dieses Monat verreisen wir wieder in die Karibik. Aber mehr dazu dann in einem nächsten Video. Genau, und wir werden auch sonst auch mit der mit dem dir die das Kleine werden wir weiterhin ganz viele reisen genau. Und unterwegs sein. Also ich denke, die Leidenschaft die werden wir auch zu dritt haben. Und eine weitere Frage, die wir bekommen haben, was ist mit YouTube? Hören wir jetzt auf mit YouTube? Und nein! Doch! Also wir haben jetzt den YouTube-Kanal gelöscht und machen jetzt Facebook. Jetzt sind wir ja älter und gehören zum alten Isa und die sind auf Facebook. Ich habe es auch immer irgendwie mitgerissen. Aber nein, wir hören sicher nicht auf mit YouTube. Das ist unsere Leidenschaft. Genau. Wir lieben es, Videos zu machen. Wir lieben es, unser Leben mit euch zu teilen. Und wir haben auch Freude, dass ihr mit dabei seid. Und das wollen wir gar nicht. Also ja, das will ich nie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit dem aufhören will. Genau, ich glaube, man sollte seine Leidenschaft nie aufgeben. Egal, was auch immer ihr macht. Auch. Genau. Von dem her. So, das war es mit dem Video. Schön, dass ihr dabei wart. Das waren alle eure Fragen, die wir bis jetzt bekommen haben. Falls ihr weitere Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Interagiert mit uns, wir freuen uns immer. Denkt an den Daumen nach oben für das Video, wenn es euch gefallen hat und ihr gerne so Einblick habt. Und auch sonst, einfach wenn wir es verdient haben, so ein Däumchen nach oben bekommen. Ja, wir sind so eine herzige Buche. Das war es. Schön, dass ihr dabei seid. Tschüss zusammen.